one step behind. Wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es endlich ein Tauschpaket-Video für euch geben. Ganz, ganz viele von euch haben sich das gewünscht. Das lese ich immer wieder unter meinen Videos und heute komme ich dem Wunsch sehr, sehr gerne nach. In meinen letzten Vlogs habe ich euch auch schon gezeigt, dass ich fleißig am Einpacken war. Allerdings habe ich euch nicht verraten, mit wem ich denn das Tauschpaket mache. Und heute kommt die Auflösung. Und zwar habe ich ein Paketchen bekommen von der lieben Shirin Gosch. So heißt der Kanal. Ich habe sie schon kennengelernt. Wir haben uns ein paar Mal schon auf verschiedenen Events getroffen, was natürlich richtig schön war. Eine wunderhübsche junge Frau. Schaut auf jeden Fall auf ihrem Kanal vorbei und dann seht ihr auch, was ich ihr zugeschickt habe. Ich verlinke euch ihren Kanal unten in der Infobox bzw. auch das Video dazu, was sie gemacht hat zu meinem Tauschpaket. Da könnt ihr auch sehen, was ich ihr zugeschickt habe. Und jetzt habe ich lang genug gequatscht. Jetzt machen wir mal dieses Paketchen hier auf. Ich bin ganz gespannt, was darin enthalten sein wird. Ich habe es hier oben jetzt schon mal aufgemacht, damit es nicht zu laut wird. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert und was darin enthalten ist, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier ist ganz schönes Papier drin, das kann ich schon erkennen. Und zwar Einhornpapier. Richtig cool, sie hat alles richtig schön verpackt. Und jetzt schauen wir mal rein. Hier ist auch ein Briefchen. Hoffentlich bleibt die Kamera scharf. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste noch dazu. Ich habe immer Angst, dass sie plötzlich unscharf ist. Aber ich glaube, ich habe alles richtig eingestellt. Also, liebe Heidi, in diesem Paket befinden sich meine persönlichen Must-Haves für den Frühling bzw. Sommer. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Auspacken. Hoffentlich sehen wir uns ganz bald mal wieder. Deine Shirin. Ja, liebe Grüße an dich, liebe Shirin. Ich hoffe auch, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Das wäre natürlich fantastisch. Und jetzt beginnen wir aber mit deinem schönen Tauschpaket. Hier ist das erste und zwar steht da drauf Schönheit, die man essen kann. Okay. Was könnte da drin sein? Schokolade? Wir machen es mal auf. Ah, ich bin ganz aufgeregt. Ist ja wie Geburtstag. Ich hatte vor ein paar Tagen tatsächlich Geburtstag. Also, was ist da drin enthalten? Ist das? Die kenne ich gar nicht. Beauty Sweeties, zuckerfrei. Die habe ich noch nie gesehen. So Häschen. Cool. Da freuen sich mit Sicherheit meine Kinder. Vegan, naturpur, das kenne ich gar nicht. Cool, danke schön. Da freut sich der Lassie. Er steht hinter der Kamera. Stimmt's, Lassie? Ja. So, das nächste Produkt. Sommer fürs Badezimmer. Okay, bin ich auch mal gespannt. Ah, die habe ich euch schon vorgestellt in meinem letzten DM-Haul. Und zwar hatte ich euch erzählt, dass es das ganz neu gibt. Und ich habe mir keins gekauft, weil ich noch Deo habe, aber richtig cool, jetzt habe ich es endlich. Diese Emoji-Reihe, da gibt es ja vier verschiedene Düfte und ich habe jetzt Lemon Confetti. Richtig cool. Ach, da freue ich mich. Dankeschön. Probieren es mal. Cool. Boah, das riecht total frisch, so richtig nach Lemon. Cool. Matsche, machen wir direkt mal drauf. Okay. Scheiße. Alles klar, es geht wieder. Ist richtig gut fürs Video. Okay, machen wir weiter. Hier hat sie noch so Folie rein, damit da nichts passiert. Scheinbar ist es etwas, was kaputt gehen kann. Gucken wir mal. Der Lassie kontrolliert, ob die Kamera scharf ist. Ein neues Paar für deine Sammlung. Okay, was könnte das sein? Nagellack vielleicht? Ich weiß es nicht, meine Sammlung, ich habe viele Sammlungen. Vor allen Dingen, wenn es um Schminke geht. Was könnte das sein? Wow, von Catrice. Boah, sieht das edel aus. Nagellack, Maniküre und Pediküre. Ah, für die Mani, Hände und für die Piedi, Füße. Cool, von Catrice, ein Produkt, das kenne ich noch gar nicht. Das sieht so, so edel aus, das ist auch voll meine Farbe. Ich habe nämlich im Moment eh so den Spleen, dass ich so ins Nude-Rosane gehe, gerade für die Fingernägel. Auf den Fußnägeln darf es ein bisschen farbiger sein, aber ich freue mich riesig über dieses Produkt. Richtig cool. Dann haben wir hier Perfekt für Reisen. Keine Ahnung. Okay, es scheint eine Flüssigkeit zu sein. Wahrscheinlich ist es so ein
Vielleicht so ein Hygienespray, wenn man unterwegs ist. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal rein. Ah, ein Nagellackentferner. Richtig cool. Ja, die Shirin weiß, dass ich unterwegs meist meine Nägel lackiere. Ihr mit Sicherheit auch, weil ich zu Hause immer keine Zeit dafür habe. Und dann bin ich unterwegs und mache mir das schnell runter und schnell wieder drauf. Und da freue ich mich jetzt. Meins ist nämlich tatsächlich leer. Ich habe auch von Evelyn, allerdings ist es eine lilane Tube. Richtig cool. Hier steht jetzt drauf Maracuja-Duft, Nagellackentferner von Evelyn. Vielen Dank, Shirin. Richtig cool. So, was haben wir denn noch? Heieiei, das ist ganz schön voll. Platz für deine Must-Haves. Was könnte das sein? Vielleicht so eine Aufbewahrung für Lidschatten? Weiß ich nicht, von der Form jetzt her. Wir gucken mal rein. Ja, ich glaube, ich hatte recht. Tatsächlich. Ja, von Essence. My Must-Have. Und zwar kann man hier diese Pöttchen reinklicken vom Lidschatten, den man sich eben aussucht und kann sich so seine individuelle Palette zusammenstellen. Richtig cool, vielen Dank. Auch eine gute Idee, freue ich mich. Ich liebe ja Lidschatten. Dann haben wir hier absolute Wunderwaffe gegen Mitesser. Okay, das scheint wahrscheinlich irgendeine Maske zu sein, oder? Vielleicht sogar diese mit Schwarzkohle, kann das sein? Die habe ich euch auch in meinem letzten DM-Haul gezeigt. Ja, tatsächlich. Ja, die habe ich euch auch gezeigt. Diese von Balea Nose Stripes. Die habe ich tatsächlich auch schon leer gemacht. Finde ich richtig gut. Und da freue ich mich drauf. Muss ich mir jetzt keine kaufen. Als könnte sie Gedanken lesen, die liebe Shirin. Übrigens, falls ihr meinen letzten DM-Haul noch nicht geschaut habt, schaut mal unten in die Infobox, ich verlinke es euch. Da habe ich euch nämlich ganz viele Produkte gezeigt, die eben neu in den DM eingezogen sind. Jetzt machen wir weiter. Strahlende Haut und fruchtiger Duft. So sieht das Ganze aus. Was könnte das sein? Wahrscheinlich ein Duschgel. Also so von der Form her. Wahrscheinlich. Oder eine Bodylotion. Das könnte auch sein, weil hier steht ja strahlende Haut. Schauen wir mal. Ja, ah, cool. Von Balea ein Duschpeeling, Sommerliebe heißt es. Ein zartes Hautgefühl mit Melonenduft. Cool. Peeling für die Haut, finde ich immer gut, mache ich super gerne. Wisst ihr ja auch. Oh, das riecht aber sehr, sehr stark nach Melone. Richtig cool. Sehr, sehr frisch, passend für den Sommer. Sommerliebe steht hier. Danke, da freue ich mich auch. Kann ich auf jeden Fall was mit anfangen, also mit allem, was jetzt hier steht, kann ich was anfangen. Jetzt schauen wir mal hier steht jetzt nichts drauf, aber es ist wahrscheinlich auch ein Duschgel oder eine Lotion. Mal gucken, wir machen es einfach mal zusammen auf. Ah, das ist echt wie Geburtstag und Weihnachten. Ah, cool! Auch wieder aus dieser Emoji-Reihe. Ich glaube, ich sag's falsch. Emoji. Emoji. Alessandro hat mir das jetzt gerade nochmal richtig gesagt. Achso, sie hat dann quasi das Duschgel und das Deo. Cool, passend. Sehr cool, da freuen sich auch meine Kinder, denke ich, wenn das in der Dusche steht. Na, Lassie? Ja. Auf jeden Fall. Magst du mal dran riechen? Riech mal dran, schnupper mal dran. Alessandro schnuppert mal dran. Und ich mache weiter. Die perfekte Pflege im Sommer. Okay, wahrscheinlich... Ja, wieder eine Creme für die Haut oder fürs Gesicht. Und wie riecht's? Gut. Ja? Gefällt's dir? Ja. Hat die Shirin gut ausgesucht. So, jetzt schauen wir mal. Hoffentlich ist die Kamera noch scharf. Kontrollierst du gerade mal bitte. So, was haben wir denn hier? Heieiei. Balea Handcreme Buttermilk and Lemon. Cool. Boah, das riecht gut. Das hatte ich schon mal. Ja, das hatte ich schon mal. Das riecht richtig gut. Ich habe ja auch zum Beispiel Handcreme im Auto, wenn mein Mann fährt und wir eine längere Strecke fahren, dann creme ich immer meine Hände ein, freue mich, ne, dass es dann schön einziehen kann, weil meistens zu Hause hat man es doch immer ein bisschen eiliger, ihr wisst. Und da freue ich mich drauf. Also entweder wandert diese Handcreme ins Auto oder ins Bad für zu Hause. Dankeschön, finde ich auch richtig gut. So, dann haben wir jetzt noch zwei Sachen und zwar zum einen, wenn es mal schnell gehen muss. Okay, das ist nicht ein Haarspray, ne? Ja, got to be. Ach nee, ein Trockenshampoo. Ach Gott, ein Trockenshampoo von, genau, Schwarzkopf, got to be, extra frisch,
Und ja, also ich werde es ausprobieren, versprochen. Aber ich habe ja noch nie selbst ein Trockenshampoo gekauft. Ich weiß nicht mal, wie man das anwendet. Aber ich werde mir das mal durchlesen. Mache ich auf jeden Fall. Bin ich gespannt. Das ist die gute Möglichkeit, jetzt mal das selbst zu testen. Weil ich es mir ja noch nie selbst gekauft habe. Cool. Dankeschön, Shirin. So, was haben wir denn noch? Also, jetzt haben wir hier noch was. Hier hat sich auch noch was versteckt. Heieiei. Genau, dann hätten wir es aber. Also, machen wir hier weiter. So lecker steht hier. Okay, dann ist es was zu essen. Wahrscheinlich ein Riegel, ne? Schokoriegel. Schauen wir mal, was es ist. Lassi freut sich schon, er grinst. Vielleicht was für dich. Nee, aber ich sehe schon, es ist nichts für dich. Vom DM Mango Fruchtschnitte. Und zwar, ja, ist es nichts für den Lissandro, weil der Lissandro keine Aprikosen isst. Aber macht nichts, dann freut sich die Mama. Dankeschön. Das esse ich auf jeden Fall. Ich habe sowas auch immer in meiner Handtasche, falls es mal irgendwie in einen Stau geht. Und ich habe auch immer was für die Kinder noch in der Handtasche. Und wenn es nur mal ein Bonbon ist, wir kommen nämlich öfters mal in den Stau, leider, und dann ist sowas immer ganz hilfreich. Nervennahrung steht hier. Vielleicht ist das ja jetzt was für ein Lissandro. Scheint nach einer Tafel Schokolade auszusehen. Okay, ja, kenne ich gar nicht. Wo gibt es denn sowas? Gibt es das auch beim DM? Das kenne ich gar nicht. iShock, feel free, milkless. Vegan. Richtig cool. Das wird ein Lissandro definitiv schmecken. Magst du? Dann habe ich jetzt hier noch zwei Masken. Die Shirin weiß, dass ich Masken liebe. Und zwar einmal Erdbeerpeeling-Maske, diese hier. Und diese hier von L'Oreal. Da habe ich auch das Originalpöttchen. Ist aber auch schon fast leer. Die mag ich sehr, sehr gerne mit dieser Aktivkohle. Vielen, vielen Dank. Ihr wisst mit Sicherheit auch, dass ich ein Maskenopfer bin. Vor allen Dingen die, die mir auf Snapchat folgen. Da habe ich regelmäßig Masken auf. Ja, so, und jetzt haben wir hier noch zwei schöne Sachen. Und zwar zum einen, damit wirst du auch zum strahlenden Einhorn. Okay, und hier Starter-Set. Weiß ich nicht, das war jetzt so zusammen. Wahrscheinlich gehört es auch zusammen. Wir fangen mal mit dem Starter-Set an. Ich weiß nicht, was es sein könnte. Keine Ahnung, Starter-Set. Die Shirin, die hat es halt drauf. Richtig cool. Und zwar ist das jetzt natürlich passend zu der Palette hier, ne? Damit ich Lidschatten reinmachen kann. Deswegen hat sie Starter-Set geschrieben. Cool. Also das sind verschiedene Eyeshadows. Hier haben wir noch einen matten Blush dabei. Und das sieht ja richtig schön aus mit diesen funkelnden Konfettis drinnen. Dankeschön. Das passt. Dann habe ich ja schon mal eine Palette. Cool. Danke. Und hier, damit ich zu einem strahlenden Einhorn werde. Was könnte das sein? Vielleicht ein Horn? Nein. Wir gucken mal rein. Vielleicht ein Highlighter. Das kann ja sein. Schauen wir mal. Ah, cool. Von Essence. Diese Rainbow-Geschichte, dieser Glow-Highlighter. Es war ja total im Trend, beziehungsweise hat man überall gesehen, diese Rainbow-Geschichte. Und ich habe kein einziges Produkt mit einem Regenbogen. Und jetzt habe ich eins. Yay, vielen, vielen Dank. Richtig cool. Freue ich mich. Danke dafür. Und das waren jetzt alle Produkte aus meinem Tauschpaketchen von der lieben Shirin. Ja, es sind jetzt richtig viele tolle Produkte dabei gewesen in meinem Tauschpaket. Ich freue mich wahnsinnig. Liebe Shirin, herzlichen Dank an dich. Ich hoffe, dass dir mein Tauschpaket genauso gut gefallen hat. Schaut jetzt am besten mal bei der Shirin vorbei, dann seht ihr, was ich ihr zurecht gemacht habe. Wie gesagt, Link unten in der Infobox. Schreibt mir auch wahnsinnig gerne mal, mit wem ich denn noch ein Tauschpaket machen könnte. Macht mir gerne Vorschläge und dann schaue ich, ob ich das organisieren kann. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos mal vorbeischaut bzw. meinen Kanal abonniert. Ist kostenlos, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Es wird jetzt in nächster Zeit auch einiges noch kommen aus der Drogerie. Es wird eine ganz, ganz tolle Verlosung von Essence geben. Da habe ich ein ganz, ganz tolles Paket bekommen. Da wird es ein Unboxing geben. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Wie gesagt, abonnieren ist kostenlos. Macht es einfach mal unten draufdrücken, fertig. Dann verpasst ihr, wie gesagt, nichts mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Lassie hat auch Tschüss gesagt. Ciao!